Ja, hi Leute, ich bin's wieder, LegoStarsFreak33. Und ich mache heute mal ein Unboxing-Video. Und zwar nicht zu irgendeinem Tausch oder einer Bestellung, sondern einem ganz normalen Lego Star Wars Set. Und zwar 7929 The Battle of Naboo. Ja, werden die meisten kennen. Hat dann die Figuren Jar Jar Binks, ein Gungan Soldier, ja, 2 Droiden-Piloten und 8 Battle-Droiden. Ja. Ist halt sehr cool, weil es für 30 Euro 12 Minifiguren drin sind. Das findet man bei wenigen Lego Star Wars Sets. Ich glaube, das ist sogar das einzige in der Preisklasse mit so vielen Figuren. Das ist eigentlich die Funktion nochmal dargestellt. Sind nicht so viele, aber beim 30 Euro Set ist es auch okay. Kann man halt diesen Träger runternehmen. Ja. Sonst hat das auch eigentlich keine Funktion. Na gut, man kann hier diese Tragehalter-Dings da für die Droiden nochmal aus dem Träger rausnehmen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich es jetzt mal auf. Im zweiten Teil werde ich dann vielleicht mal ein Review machen. Und mache hier zuerst diese Teile auf, die mir so eindrücken muss. Ich mache das mal kurz. Geht mit einer Hand schlecht. Man muss das hier halt so eindrücken, aber es werden wahrscheinlich die meisten kennen. Das ist jetzt nicht so interessant, wie ich das aufmache. Ja, ich mache hier mal das Ende auf. Kann man das hier halt so ein bisschen klappen? Hier ist hauptsächlich der Träger drin. Hier sind so kleine Teile drin. Also nicht nummeriert, aber bei so einem kleinen Set auch nicht, eher kleines Set auch nicht so schlimm. Hier sind viele Drohnenteile, auch nochmal Sachen für den Drohnentransporter drin. Und natürlich könnte es anders sein, die Anleitung. Ja, hat jetzt nicht 46 Seiten mit Werbung für andere Sets. Ja, die Anleitungen bei Lego finde ich sind insgesamt immer sehr gut. Man kann sehr gut erkennen, was man machen muss. Und die Farben sind auch gut zu erkennen. Das ist zum Beispiel bei Megablocks nicht so. Da habe ich schon mal dran gezweifelt, welche Farbe ich nehmen soll. Und lange überlegt, naja, da kann man zum Beispiel dunkelgrau und schwarz nicht so gut unterscheiden in den Anleitungen. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch hier nochmal die Tüten. Da sind die Bestandteile drin. Ja, sind halt in 3 Tüten. Und dann würde ich sagen, mache ich gleich mal die Tüten auf. Und ja, packt das alles raus und dann baue ich das zusammen. Und dann kommt wahrscheinlich morgen das Review von dem Set. Wollte ich eh schon mal länger machen, aber morgen werde ich das dann wahrscheinlich machen. Weil ich das Set ja auch schon einmal habe. Aber das kann man echt nie genug haben. Außer vielleicht Jar Jar Binks. Das kann man echt jede Figur davon sehr gut häufig gebrauchen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich morgen das Review, weil jetzt mein Akku fast leer ist. Dann würde ich sagen, kommentiert, bewertet, abonniert, schreibt euch, ob ich noch ein paar Mal, wenn ich mir neue Sets kaufe, ein Unboxing machen soll, ein Review. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.